Genau heute, vor 10 Jahren, da wurde ein neuer Sender geboren. Aus Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk wurde der SWR, der Südwestrundfunk. Und wenn auch heute noch einige die alten Namen benutzen, eins ist ganz wichtig, der Sender hat bei vielen von Ihnen ein Zuhause gefunden. Sie lieben Ihren SWR und das macht uns stolz. Zu verdanken haben wir das den vielen Menschen, die das Programm machen und den Köpfen, die es prägen, so wie mein heutiger Gast. Was haben wir nicht schon Tränen über ihn gelacht, über Hannes und den Bürgermeister. Ich freue mich auf Albin Breik. Mir ladet uns Freunde ein, sie sollten halt recht lustig sein und sollten uns so Geschwätz vertragen und sollten euch nicht anklagen. Albin Breik, schwäbischer Mundartschauspieler. Zusammen mit seinem Schulfreund Karl-Heinz Hartmann, bekannt als Hannes und der Bürgermeister. Prominente Gäste begrüßt er regelmäßig in seiner Komedescheuer in der Echterdinger Mäulesmühle. Doch seine Paraderolle ist der bauernschlaue Gemeindediener Hannes. Eine unendliche Erfolgsgeschichte. Ja, und hier ist er. Herzlich willkommen, Albin Breik. Schön, dass Sie da sind. Unendliche Erfolgsgeschichte haben wir jetzt gerade gehört. Ich meine, zumindest mal, wenn man in Fernsehkategorien denkt. 20 Jahre ist fast unendlich, aber wie lange gibt es denn eigentlich schon Hannes und den Bürgermeister? Schon länger? Ja, seit unserem ersten Bundesprogramm. Also, das ist jetzt wie lange? Ja, fast 30 Jahre oder sowas ist er, ja. Also, ja. 30 Jahre. Also dazu muss man ja auch wissen, man hat es ja eben gehört, also Sie und Karl-Heinz Hartmann kennen sich ja wirklich schon ewig, sind zusammen zur Schule gegangen, haben ein Unternehmen gegründet, machen jetzt das zusammen oder auch schon ewig. Kann man das als Glücksfall des Lebens bezeichnen, so eine Begegnung? Ja, ja. Also vor allen Dingen, sagen wir mal, es ist halt ein Zufall, dass wir nicht bloß uns getroffen haben, sondern dass wir dann auch noch harmoniert haben und immer im jeweiligen Lebensabschnitt auch ähnliche Interessen hatten. Das heißt also, Schule, das war zwangsläufig passiert, gell? Ja, das sind wir nicht freiwillig nachgegangen. Und der Karle war auch ein Klasse über mir, also der die höhere Schule. Und dass wir dann anschließend, obwohl wir zwei verschiedene Lehre gemacht haben, der Karl bei der SL, ich bei den Stuttgarter Nachrichten, haben wir anschließend doch gemeinsam ein Elektronikunternehmen gegründet. Und danach haben wir dann gesagt, ja, du, jetzt machen wir das mit dem Theater, weil es war eigentlich immer ganz lustig in der Firma. Und wieso soll man das nicht auch den Leuten zugänglich machen? Danke, danke, kann ich da nur sagen. War das jetzt zu lang? Nein, das war perfekt. Okay. Aber die Frage muss ich jetzt stellen, klappt es denn immer so gut? Gibt es nie Streit zwischen euch beiden? Nein, weil abends gehen wir beide heim zu unserer Frau und können dort streiten. Und dann kommen wir wieder ganz relaxed wieder aufeinander zu und machen unser Geschäft. Und das Geschäft heißt? Es gibt neue Taten. Das Geschäft heißt Theaterspiele. Das Geschäft heißt Proben, täglich Proben. Hannes und der Bürgermeister, Freunde in der Mäulesmühle. Also täglich, 5 Tage in der Woche auf der Bühne und dazu noch ab und zu Fernsehen. Das ist Geschäft. Ein sehr erfolgreiches, sehr einträgliches Geschäft, muss man sagen. Die Figuren, wie entstehen die oder wer schreibt da eigentlich? Schreibt ihr auch beide zusammen oder schreiben nur Sie? Wer ist da der Federführende im wahrsten Sinne? Hannes und der Bürgermeister, das hat mein Vater erfunden. Der hat ein Sketch geschrieben für ein Bundesprogramm und der hat dann zu diesem Hannes und dem Bürgermeister geführt. Und seither habe ich mit einigen Mitautoren gemeinsam immer die Feder geführt. Bei Hannes und der Bürgermeister, bei Theaterstücken. Aber ich habe auch da immer Mithelfer, Freunde, die mir mit Ideen zur Seite stehen. Wenn Sie jetzt sagen, Ihr Vater hat die Figuren erfunden, sind die so gewesen, wie man sie jetzt aussieht? Oder haben die sich jetzt irgendwie entwickelt über diese 30 Jahre? Im ersten Sketch war der Hannes noch ein Knecht im Dorf. Und der musste zum Bürgermeister kommen, weil er unentwegt Blödsinn gemacht hat. Damit ihn dann der Bürgermeister besser unter Kontrolle hat, hat er dann ins Rathaus geholt als Amtsbote. Das war dann der zweite Sketch. Und seither ist er im Rathaus angestellt und der Hannes und er ist auch außer Kontrolle geraten. Das kann man so sagen. Und er ist vor allem der eigentlich Schlauere, was aber der Bürgermeister, glaube ich, noch heute noch nicht weiß, oder? Ja, selbst wenn er es wüsste, dürfte er es offiziell nicht bekannt geben. Außerdem sind wir gute Freunde.
Und solange ich nicht behaupte, ich sei schlauer, sind wir gute Freunde. Jetzt wollen wir uns mal einen Ausschnitt anschauen. Denn manchmal, da passiert es auch dem allergrößten Profi, dass er mal einen Hänger hat, seinen Text vergisst. Aber wir alle wissen, die Pannen sind manchmal das Allerschönste. Deshalb ein besonderer Ausschnitt von Hannes und dem Bürgermeister. Hannes, ich will jetzt sofort von dir wissen, was du nachts in deiner Garage machst. Ich bringe den steinernen Göttern Menschenopfer. Um Himmels Willen, was tust du? Ich opfere mich. Hä? Ich opfere meine Genitalität der Kunst. Genialität! Aus der Volkshochschule. Ja, genau. Gerade will ich sagen, seit ich mich in der Woher kennst du den Text? Wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme, dann besorge ich mir auch so in den Kopf, da passt mir nein. Jetzt aber wieder ernst. Seit ich mich der Volkshochschule als Künstler zur Verfügung gestellt habe, da opfere ich mich für einen hehren Zwecken. Für was für einen Zwecken? Ich mache einen Kurs im Bildhauen. Gott sei Dank gibt es Kameraleute, die den Text kennen. Ja, genau. Das war jetzt gerade mal geklickt, dass dahinter ein Kameramann der Text kennt. Also das ist ja wirklich eher unfreiwillig komisch. Obwohl, wie gesagt, es ja das Schönste ist, wenn sowas passiert. Aber die Zuschauer lachen ja auch genug an anderen Stellen, da wo es sein muss. Warum, Herr Breik, ist das alles so witzig? Was glauben Sie, was ist das Geheimnis des Ganzen? Das ist schon. Ich habe das letzte Mal auf die Frage gesagt, wenn es wisst, dann würde ich das nicht sagen. Ja, die Frage wird auch. Da muss ich mir eine neue einfallen lassen. Machen wir eine neue Frage. Also, ich weiß auch nicht, wir beschreiben eigentlich bloß Leben und oftmals behaupte ich ja, das ist doch, komm, das ist viel zu weit weg, das ist also wirklich im Fantasiebereich. Da kommt doch ab und zu mal ein Bürgermeister bei den Gastspielen und sagt, sieh, genauso ein Tipp hin mir oder hat mein Vorgänger hätte und es gibt es offensichtlich solche Leute und es passieren nur lustige Sachen, man soll es nicht glauben. Und wenn die nicht nachvollziehbar wäre, wäre es ja nicht lustig. Mhm. An die Haare herbeizogen ist nicht lustig. Also irgendwo ist sowas offensichtlich. Aber es ist ja auch eigentlich egal, was Sie da machen, ob Sie Hannes und der Bürgermeister machen, Mäulesmühle, Fernsehen, was auch immer. Die Leute rennen Ihnen die Bude ein. Ist Ihnen das manchmal ein bisschen unheimlich, dass Sie denken, was geht denn hier ab? Ja, also ich kann es nicht immer ganz erklären. Also, das ist also schon wahr. Also ganz im Ernst, ich denke auch mal, mein Heimatland, ich tät zu mir so oft nicht gegangen. Also, ja, aber die Leute, wenn sie es mögen, müsst ihr recht. Gell? Ich brauche auch nicht lang analysieren, wieso oder warum. Hauptsächlich die Leute sind da und frei. Und sind zufrieden, ja. Mhm. Und wie ist es so beim Einkaufen, beim täglichen Leben? Auch da? Das tue ich nicht. Ach so. Sie lassen liefern. Meine Frau kauft Ei und ich kenne mich wirklich nicht aus mit Butterpreisen oder ähnlichem. Ich darf das Falsche mitbringen. Also Ei kaufe tue ich nicht. Und wenn mich sonst jemand trifft, sind die Leute nett. Und ich wäre ja auch narrt, wenn sie mich nicht erkennen täten. Ne? Dann müssen, hey, kennt mich keiner? Schreie schon ab und zu mal, damit ich Autogramm geben kann. Fernsehen oder Bühne? Was macht mehr Spaß? Schwierig. Bühne macht mehr Spaß, klar. Also das Live-Publikum macht mehr Spaß, wie jetzt der Hände bei Ihnen da rumzogen ohne Publikum. Kann ich verstehen. Sie müssen die Lacher bringen, die eigentlich das Publikum bringen müssen. Oder ich muss selber. Eigentlich brauche ich Publikum. Das heißt, dann werde ich erst so richtig zum Tiger. Okay. Ich sitze gern bei Ihnen, nicht falsch verstanden. Nee, aber ich mein, bei Ihnen fällt halt das Publikum, so will ich also sagen. Also im Theater sagt man so sowas Rampensau. Da, ja, so. Das also wir können ja deutlich reden, ja. Sowas. Und ich sage jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Albin Breik. Und wenn Sie die Rampensau Breik
noch mehr erleben wollen, zum SWR-Jubiläum gibt's in dieser Woche jeden Abend um 22 Uhr Hannes und der Bürgermeister hier in unserem dritten, da steht's nochmal schwarz auf weiß, Hannes und der Bürgermeister Montag bis Freitag.